Die waren echt richtig coole Produkte. Man denkt immer, okay, das ist so eine uralte Branche und ne, Old Economy. Aber was ich mitgekriegt habe in den 6 Jahren, ist absolute Hightech, die die machen. Ja. Und das sind vor allem Produkte, die, ja, die extremst belastbar, extremst langlebig sind. Also richtig Höchstleistungsprodukte. Ja. Hallo, herzlich willkommen heute zu einem weiteren Interview. Wir haben einen Kunden zu Gast hier bei uns im Büro. Der Tobias Hein ist gekommen. Tobias Hein ist Geschäftsführer des Industrieverbandes Massivumformung. Die sitzen in Hagen. Hast also jetzt auch noch einen guten Heimweg gleich. Ist schon was später heute am Tag. Und ja, wir möchten gerne mal über dein Business sprechen, weil es ist ein ganz besonderes Business, hochspannend, weil, da kommen wir gleich auch drauf, es gibt nicht so viele potenzielle, in Anführungsstrichen, Kunden oder Mitglieder, die du gewinnen kannst für deinen Verband. Wir sind zusammengekommen, ich glaube, so seit einem halben Jahr arbeiten wir ungefähr zusammen und haben gemeinsam eben ein Konzept entwickelt, wie man ja neue Mitglieder gewinnt für den Verband. Ne? Wie lange bist du da eigentlich schon Geschäftsführer? Ja, 6 Jahre ungefähr. 6 Jahre, okay. Genau. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Wir haben jetzt 70 Schmieden, Massivumformbetriebe. Alle in Deutschland ansässig dann natürlich. Ne? Alle in Deutschland, deutschsprachiger Raum, genau. Okay. Ein paar Schweizer, ein paar Österreicher noch dabei und 40 assoziierte Mitglieder, das sind dann Zulieferer der Branche, die noch mit dabei sind. Okay, wo ich gerade sagte, besonderer Fall oder besondere Herausforderung ist bei dir ja, dass du maximal 200, 250 potenzielle Mitglieder gewinnen kannst, dann ist es das. Ne? Ja, das ist insofern eine Herausforderung. Wir haben das Gleiche auch mit einem Kunden, der in einer ganz speziellen Nische unterwegs ist. Bei denen sind es auch ungefähr 200 potenzielle Kunden. Und er sagte halt auch, wenn ich das einmal versaue, dann war es das für mich. Ne? Und deswegen geht es auch in deinem Fall natürlich darum, sag mal, auf vernünftige Art und Weise neue Mitglieder zu gewinnen. In dem Fall, in dem anderen Fall neue Kunden zu gewinnen, wo ja andere, sag ich mal, einen riesen Pool haben. Tausende oder eine Million potenzieller Kunden ist in deinem Fall ja überhaupt nicht so. Das heißt, du musst von Anfang an eben auch in der Kommunikation mit denen sauber arbeiten. Ne? Ja klar, das sind natürlich auch eine Mitgliedschaft, ist natürlich auf viele Jahre auch angelegt. Ja? Also es muss natürlich ein Paket sein, was man dann gemeinsam entwickelt, was für die Mitglieder auch echt Sinn macht, wo die sich wiederfinden, wo die wissen, dass sie viele Jahre gute Unterstützung kriegen von uns. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, der, ja, wir nehmen es mal fast tagesaktuell, wollen wir ja jetzt so nicht ganz beleuchten, das Thema, aber was ein ganz wichtiger Punkt bei euch ist, das ist, was ihr alles für eure Mitglieder macht. Ne? Also, dass es eben auch Sinn macht, als, ich sag mal, kleine deutsche Schmiede, in Anführungsstrichen kleine deutsche Schmiede, sich ja, in einem Verband quasi mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Ne? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was ihr alles so anbietet oder macht auch für eure Mitglieder. Ja, ich fange vielleicht mal an, was unsere Mitglieder machen. Ja, noch besser. Ja, das sind Gesenkschmieden, das sind Freiformschmieden und Kaltfließpresser. Und die waren echt richtig coole Produkte. Man denkt immer, das ist so eine uralte Branche und ne, Old Economy. Aber was ich mitgekriegt habe in den 6 Jahren, ist absolute Hightech, die machen. Ja. Und das sind vor allem Produkte, die, ja, die extremst belastbar, extremst langlebig sind. Also richtig Höchstleistungsprodukte. Ja. Also sag mal ein Beispiel. Wenn du unterm Kran durchläufst und da hängt gerade ein 10-Tonnen-Gewicht über deinem Kopf, dann ist der Kranhaken besser geschmiedet. Okay. Ja, wenn du im Flugzeug sitzt, bist du froh, dass die Turbinenschaufeln geschmiedet sind auf 10.000 Meter Höhe. Und wenn du dein Auto 200.000 Kilometer fahren willst, dann sind die Getriebeteile glücklicherweise geschmiedet. Ja, also hat aber alles mit Metall zu tun. Genau, hat mit Metall zu tun, meistens Stahl, aber auch Aluminium, auch Buntmetalle und genau, aber also das ist erstmal das Coole an der Branche, ja, dass da wirklich und dass wir da auch als deutsche Schmieden wirklich weltweit technologisch führend sind. Ja, echt? Das ist, ja, das war ganz, ganz weit vorne. So, und für die Mitglieder geht es aber darum, in Deutschland recht schwierigen Rahmenbedingungen weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist eigentlich so die Mission, die wir als Verband haben, dass wir die dabei unterstützen. Ja, wir wollen also ein guter, moderner Dienstleister sein, der die unterstützt dabei,
jeden Tag besser zu werden und sich im internationalen Wettbewerb durchzusetzen. Es sind ganz viele Sachen, die im Automotive-Bereich laufen, ja, von den Produkten. Und das ist halt ein brutaler Markt. Und da ist natürlich sehr viel Druck, auch international, auf die Zulieferer. Und ja, da geht es darum, erstmal technologisch natürlich vorne zu bleiben. Ja, also was wir da machen, ist Forschung, Entwicklungsprojekte, technische Arbeitskreise, in denen Austausch geschieht, ja, wie man Probleme löst, wie man weiter seine Prozesse, seine Organisation nach vorne bringt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter ist einfach zu wissen, was passiert am Markt. Also die Konjunkturinformationen, Statistiken, Benchmarks entsprechend, das organisieren wir okay. für die Mitglieder. Ja, dann geht es darum, einfach Weiterbildung und Ausbildung zu unterstützen. Also fast wie die IHK beispielsweise ja auch sehr viele Seminare gibt und sowas. Genau, wir haben jetzt keinen zertifizierten Ausbildungsgang oder sowas, den wir machen, aber es ist ja so, dass auch unsere Unternehmen wie viele andere Probleme haben, Fachkräfte zu kriegen, und oft muss man Seiten einsteigen, einfach erstmal mit der Technologie vertraut machen. Ja, da haben wir Grundkurse, Grundwissen der Massivumformung, haben Werker Weiterbildung, wenn jemand aus dem Zerspanbereich kommt, dass er dann an der Schmiede arbeiten kann und sowas. Also einfach damit die, ja, bis hin dann zu Ingenieur-Level Erfahrungswissen, wo es dann darum geht, noch die letzten Feinheiten rauszukitzeln. Ja, also das ist ja der dritte große Block. Der vierte ist natürlich alles, was mit Qualität, Managementsystemen und so zu tun hat. Da machen wir viel an Schulungen, an Seminaren, an Workshops. Und ja, und dann, was ein Verband klassischerweise macht, Interessensvertretung. Also gegenüber Politik und Kunden die Stimme der Branche sein und die Interessen vertreten. Und da haben wir gerade ordentlich zu tun. Wollte ich gerade drauf einsteigen, denn das ist ja auch ein Thema, womit wir beide in den letzten Calls, die wir so haben, einmal in der Woche treffen wir uns ja online und gehen dann unsere nächsten Schritte durch. Und im Moment ist ja doch eine ganze Menge zu tun, denn, gut, wir nehmen das Video hier auf, was haben wir denn heute, 23. Richtig, 23. Februar 2022. Schwieriges Thema sind die Energiekosten gerade, die ja explodieren. Hat jetzt nicht nur deine Branche oder deine Branchen, die du vertrittst, mit zu tun, sondern auch viele andere auch. Mhm. Aber ihr habt da jetzt, glaube ich, richtig was vor der Brust, ne? Da habt ihr irgendwie einen guten Plan gerade, ne? Ja, also erstmal haben wir tatsächlich ein Riesenthema. Also die Massivumformung ist energieintensiv. Ja, sehr, klar. Ein Stück Stahl muss auf 1200 Grad erhitzt werden. Das geht halt nicht durch Handauflegen, sondern das geht durch hohen Energieeinsatz, ja. Strom oder Gas. Und Stromkosten sind seit Anfang 2021 verdreifacht inzwischen, Gas vervierfacht. Und da ist noch das, was jetzt tagesaktuell hier gerade droht, noch nicht eingepreist. Also das ist brutal. Das kriegt kein Unternehmen natürlich irgendwie in seinen Preisen abgebildet momentan. Und die Unternehmen sind echt am Kämpfen. Ja. Und da gibt es in Deutschland, das ist vielleicht nicht allen bewusst, natürlich in den Energiekosten sehr viele auch staatlich beeinflusste Kosten. Ja, eine EEG-Umlage hat jeder seine Stromabrechnung. Im Gasverbrauch ist eine CO2-Steuer drin. Es gibt auch weitere Energiesteuern, die in Deutschland mit absolutem Abstand europäisch und weltweit am höchsten sind. Na super. Also wir sind brutal belastet, und das ist natürlich für die Wettbewerbsfähigkeit in einem Land, wo auch hohe Lohnkosten sind, hohe Umweltschutzauflagen und so weiter, natürlich echt ein Hammer. Und da sind wir jetzt in der aktuellen Situation natürlich dabei, wirklich dafür zu werben, dass die reduziert werden auf ein Niveau, das zumindest dem anderen Wettbewerb entspricht. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, was ihr da jetzt gerade habt, das Projekt. Ne? Das ist auf einem guten Weg. Ja, also eines ist das, was auch in der Zeitung schon steht, dass die EEG-Umlage vorzeitig abgeschafft wird. Ja, da wären wir viele Jahre schon dafür, dass sie überhaupt abgeschafft wird. Und jetzt noch ein bisschen vorher wäre etwas, was vielen wirklich gut tut und wirklich auch absolut notwendig ist. Und das zweite Thema ist diese CO2-Steuer seit Anfang 2021. Da gibt es jetzt die Chance für die gesamte Branche, eine Entlastung zu erreichen. Ja, da stellen wir, können auch nur wir als Verband den Antrag stellen. Und wenn wir dann auf der Liste sind, dann kriegen die Unternehmen richtig Kohle zurück. Also kriegen sie 50-70% dessen, was sie da bezahlt haben, kriegen sie zurück. Und das wäre ein wichtiger Schritt, um da bisschen wieder auf ein erträgliches Niveau zu kommen. Ja, ich sag mal gerade, die Branche ist ja auch sehr stark, denke ich mal, belastet von Wettbewerb aus dem Ausland, aus dem nahen Ausland, sage ich jetzt auch mal, ne, wo vielleicht
die Löhne günstiger sind, wo man vielleicht nicht so auf die Umwelt achten muss. Und schon hast du dir einen Wettbewerbsvorteil verschafft und bringst vielleicht sogar deutsche Technologie mit ins Ausland und machst dann da genauso gut oder glaubst zumindest, dass du es so machst. Und wenn man da jetzt an der Stelle auch in irgendeiner Form Kosten einsparen kann oder reduzieren kann, ist natürlich für die Wettbewerbssituation der deutschen Unternehmen extrem gut und wichtig. Oder? Ja, es ist nicht nur gut, es ist überlebenswichtig tatsächlich momentan. Echt? Wir haben heute gerade eine Studie vom BDI, das ist ja der höchste deutsche Industrieverband, in dem wir irgendwo als kleines Mitglied dann auch drin sind, gesehen. Und es gibt wirklich Aussagen gerade, dass ein hoher Anteil der Unternehmen, ein Drittel, überlegt, ins Ausland zu gehen, aufgrund der hohen Belastungen hier. Und dass ungefähr die Hälfte sagt, sie müssen momentan ihre Kosten für Transformation, also für all das, was sie eigentlich jetzt für die Zukunft fit macht, ja, Digitalisierung, Klimaschutz, ja, ganz wichtig, müssen sie gerade stoppen, weil sie die Kohle nicht haben, weil die Preise dermaßen hoch sind, dass es nicht geht. Ja. Brutal. Also wir haben auch einen Kunden, der ist in der Galvanik unterwegs. Die haben auch extrem hohe Energiekosten und ist auch nicht so einfach, jetzt die Kosten direkt an den Kunden weiterzugeben. Vor allen Dingen die Stammkunden, die dich jeden Tag mit Aufträgen versorgen, sage ich jetzt mal, und denen dann irgendwie zu sagen, so pass auf, wir müssen mal über den Preis reden, wenn vielleicht sogar Verträge gibt, die das eigentlich verhindern sollten. Ne? Das macht man ja schon mal so Verträge. Ja. Da haben wir dann auch Konzepte mal mit denen entwickelt, ne, um da eben dran vorbeizukommen und dem Kunden einfach zu sagen, pass auf, müssen wir es lassen, ne, weil Geld wechseln, so tun wir jetzt auch nicht. Ne. Und das ist ein großes Kernthema, sage ich mal, ist bei euch die Energiegeschichte, ne, dass halt die Energiepreise extrem hochgeschossen sind, wie du gerade sagtest. Ne. Aber das ist schon eine Sache, die eure Mitglieder sehr, sehr stark belasten. Löhne ist jetzt nicht so groß das Thema. Da hat man sich ja vielleicht dran gewöhnt, ne? Und das auch irgendwie mit eingepreist. Aber wer rechnet damit, dass einmal die Energiepreise sich verdoppeln? Ne? Nee, der Ausschlag ist historisch einmalig. Und wenn man die Kurven sieht, wird es einem wirklich anders. Und dann kannst du 30 Jahre zurückgucken und dann geht plötzlich das Ding ab. Hat keiner mit gerechnet, konnte keiner mit rechnen, ist in keinem Vertrag drin, ist auch kein Posten aufgrund der Größenordnung. In der Vergangenheit war natürlich bei uns schon immer einer, der mit, 5% in der GNV schon auftaucht. Klar. Aber wenn es jetzt plötzlich 15 sind, ist keine Marge der Welt vorher darauf ausgelegt worden, das wegzupacken. Ja. Deswegen sind natürlich, jedes Unternehmen muss es individuell lösen. Da sind wir als Verband dann auch irgendwann raus, weil es natürlich auch nicht in irgendwelche abgestimmten Vorgehensweisen den Kunden gegenüber gehen darf. Ja. Aber wir informieren die Unternehmen, wie die Situation ist und wie die Kostensituation ist, wie es allgemein aussieht. Und das müssen sie als Argumentationsgrundlage dann nutzen. Ne. Aber das ist, im Prinzip kann sich doch dann jeder glücklich schätzen, wenn er sich jetzt organisiert hat eben in so einem Verband, um dann eben, Lobbyarbeit ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja tatsächlich eine starke Interessensvertretung, dass ihr, ich stelle es mir jetzt so vor, wirklich nach Berlin marschiert und da mit den richtigen Leuten redet und sagt, passt mal auf, hier gibt es ein Thema, das müsst ihr unbedingt mal auf den Tisch legen, so geht das hier nicht weiter. Ne? Ja, ist die Begleitmusik für das, was die Unternehmen dann bei den Kunden individuell machen müssen. Ja, also einfach Informationen zu schaffen in der Öffentlichkeit, damit der Kunde auch nicht sagen kann, habe ich noch nie gehört, was passiert. Ja, okay, ja. Ja, habe ich noch nie gehört, du bist der Erste, der damit vielleicht kommt. Vielleicht sagen sie es auch nur so, ne, komm. Alle also, anderen haben ihre Mitbewerber haben keine Probleme also mit den Energiekosten. Das ist natürlich eines und dann in Richtung Politik in der Tat halt einfach trommeln, auch die Kräfte bündeln, wie du sagst, wir sind nicht die Einzigen, es gibt andere Branchen, mit denen wir dann auch die Schultern schließen und dann auch gemeinsam da formulieren und so an die Politik rangehen. Und ja, die harte Arbeit von vielen Einzelgesprächen, von natürlich Social Media, Tamtam was dazu gehört, dann machen, damit die Message irgendwo ankommt. Ja. Spannende Geschichte. Jetzt fehlen noch ein paar Mitglieder, die werden wir auch noch kriegen und dann sind wir sehr stark aufgestellt für dieses Jahr. Und ich kann nur sagen, die Zusammenarbeit mit dir ist natürlich auch extrem spannend, deshalb, weil, wie ich am Anfang sagte, es nur einen ganz kleinen Teil an möglichen Kunden, bei dir sind es ja Mitglieder, gibt. Ne? Und aber je mehr ihr werdet, also je größer die Gruppe wird, ja,
umso, ja, ich sag mal, auch mehr Power bringt ihr dann nachher auf die Straße. Also das ist wirklich gerade sehr spürbar. Ja, je mehr mitmachen und diese Stimme führen, umso mehr besser können wir auftreten natürlich. Ja, ne? Also wenn wir da wirklich als die Branchenvertretung so einen Antrag stellen, ja, nochmal zurück dazu, und möglichst viele schließen sich an, dann kommt das natürlich anders an. Stehen die stramm. Als wenn du da mit drei Mann dann vor der Tür stehst. Ja, natürlich. Ja, klar. Und, ja, ist ja immer so. Ja, klar. Ja. Und ja, alle, also wir haben, das klang vielleicht so ein bisschen durch, wir haben wirklich einen großen Blumenstrauß an tollen Angeboten für die Unternehmen in verschiedensten Ebenen, auch im Unternehmen. Ne? Mhm. Das geht vom Werker los bis zur Geschäftsführung und ganz, ganz viel auf der Fachabteilungsebene. Und da ist eigentlich für jeden was dabei. Ja, muss man sich nur mal angucken, muss man mal einfach rausfinden. Wir haben auch Schnupperangebote, wo man mal in Sachen rein kann und mal ein Gefühl dafür gewinnen, was es wirklich an Mehrwert bietet für die Unternehmen. Und das ist ja das Einzige, was bringt. Ja? Also dem fühlen wir uns auch verpflichtet. Wenn ich sage, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit steigern, dann ist das wirklich auf die Unternehmen ausgerichtet, dass die was davon haben. Ja? Und ich stelle das oft fest, dass da, gerade wenn man welche neu kennenlernt, erstmal viel Abstand und ein Verband und so ein muffiges Ding. Ja. Da habt ihr auch so ein Image. Ja, ja, da sind wir, glaube ich, aber auch ein bisschen anders als andere Verbände. Also behaupten wir zumindest, oder ist auch so. Glauben wir. Ja. Und wenn sie da mal dabei sind und mal mitkriegen, wie wertvoll die Diskussionen mit Kollegen über Fachthemen sind, wie wirklich, was da für ein Spirit auch ist im Verband. Ja, also die Mitglieder, das ist echt auch, wir haben unsere Jahrestagung im Juni, endlich wieder live, so wie es momentan aussieht. Und ja, muss so sein. Und das ist wie ein Familientreffen. Ja? Okay. Also das ist richtig, also man weiß einfach, man hat die gemeinsamen Probleme, man hat die gemeinsamen Herausforderungen. Ja? Und da ist man dann plötzlich, natürlich voll im Wettbewerb, aber plötzlich dann in dem Moment die deutsche Massivumformung, die sich auch im internationalen Wettbewerb behaupten muss. Mhm. Ja? Und dann ist man dann doch wieder in vielen Themen auf einer Ebene zusammen, ja, und in dieser Familie, wie ich es gerade so ein bisschen strapaziert habe, ist natürlich jeder weitere sehr, sehr gerne willkommen auch, ja. Guter Punkt, vielleicht der Schlusspunkt, dass wir sagen, wir werden dein LinkedIn-Profil einfach mal mit drauflegen, also unter das Video irgendwie setzen, und wer dann Interesse hat, der kann sich dann gerne sich mit dir vernetzen und mit dir in Verbindung treten. Tobias Hein, einfach, dann findet man dich. Gar kein Problem. Genau, gerne. Und wenigen, nehmt es mal so, Mitglieder, die ihr noch nicht gewonnen habt, dann eben, oder Unternehmen, die ihr noch nicht gewonnen habt, dann eben auch als Mitglieder gewinnen, um eben noch mehr Power da auf die Straße bringen zu können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, danke für die Unterstützung. Alles klar, bis dann. Ciao.